Nächste Rednerin ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen unsere Kollegin Beate Müller-Gemmeke. Bitte schön, Frau Kollegin. Ja, sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, nach den BAG-Urteilen zur Tarifeinheit kündigte Bundeskanzlerin Merkel bereits 2010 eine Gesetzesinitiative an. Wie so häufig gab es dann wieder interne Schwierigkeiten in der Koalition. In der Folge ist das Thema auch eingeschlafen. Die 200 Beschäftigten auf dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens haben jetzt erneut das politische Berlin aufgescheucht. Und natürlich konnte da auch nicht Ankündigungsministerin von der Leyen stillhalten, denn sie hat letzte Woche über alle Kanäle eine Initiative der Bundesregierung angekündigt. Verhaltungsvolle Ankündigungen sind aber zu wenig. Wie bei vielen anderen, vor allem sozialen Themen, ist konkretes Handeln gefordert. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, eine gesetzlich normierte Tarifeinheit ist wahrlich kein einfaches Thema. Vor allem muss es auch gut überlegt sein, ob man solch eine Initiative überhaupt angehen möchte und ob es notwendig ist. Für unsere Fraktion kann ich Ihnen sagen, dass dieser Diskussionsprozess auch noch nicht abgeschlossen ist. Die Wirtschaft befürchtet, dass mit immer mehr Spartengewerkschaften die Tarifverhandlungen konfliktreicher werden. Der Streik auf dem Frankfurter Flughafen hat natürlich zahlreiche Menschen betroffen, auch Unverständnis in der Öffentlichkeit hervorgerufen und natürlich auch Kosten verursacht. Der Streik hat, und das ist meine Meinung, auch gezeigt, dass rechtliche Grenzen existieren. So hat das Arbeitsgericht den geplanten Solidaritätsstreik der Fluglotsen als unverhältnismäßig eingestuft und letztlich auch gestoppt. Es bestehen also funktionierende Kontrollmechanismen, die Unternehmen trotz Tarifpluralität schützen. Sachlich gesehen drohen Deutschland auch keine englische Verhältnisse. Ich sehe das genauso wie die FDP. Trotz dem BAG-Urteil soll auch mal vorkommen. Trotz dem BAG-Urteil hat sich die Zahl eben der Streiktage nicht erhöht, sondern reduziert. Deutschland ist also kein streikgeplagtes Land. Dennoch werden wir natürlich die Anliegen und Befürchtungen der Wirtschaft in unsere Überlegungen einbeziehen und auch ernst nehmen. Für die großen Gewerkschaften sind Spartengewerkschaften natürlich Konkurrenz. Und dabei geht es vor allem, und zwar zu Recht, um den Erhalt der innerbetrieblichen Solidarität. Tarifpolitik muss solidarisch sein. Die Starken dürfen sich nicht nur um sich selber kümmern und sich dafür einsetzen, sondern sie müssen auch die Schwachen im Betrieb im Blick haben. Auch wir wünschen uns eine solidarische Tarifpolitik, die immer Verbesserungen für die gesamte Belegschaft erkämpft. Etliche Beschäftigten fühlten sich aber in der Vergangenheit von den großen Einheitsgewerkschaften nicht mehr vertreten und haben selbst die Initiative ergriffen. Und ab diesem Punkt wird das Thema Tarifeinheit richtig schwierig. Denn hier geht es um das verfassungsrechtlich garantierte Grundrecht auf Koalitionsfreiheit und um das Streikrecht. Der Vorsitzende der Monopolkommission warnte ja schon bereits davor, per Gesetz die Tarifeinheit wiederherzustellen. Wortwörtlich sagte er, ich zitiere, ein Zwang für Minderheiten, sich der Mehrheitsgewerkschaft anzuschließen oder das Verhandlungsmandat zwangsweise aufzugeben, wäre kaum grundgesetzkonform, da es die grundgesetzlich garantierte Tarifautonomie verletzen würde. Und dies gilt natürlich auch für Minderheiten. Zitat Ende. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dieses Zitat zeigt, dass wir in den kommenden Wochen in diesem Haus sehr ernste Diskussionen führen müssen. Wichtig ist aber dennoch, dass die Bundesregierung auf weitere Ankündigungen verzichtet, endlich Position bezieht und handelt in die eine oder in die andere Richtung. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ein Aspekt dieser Diskussion ist mir abschließend noch sehr wichtig. Die Bundesregierung, aber auch Kollege Heil und Steinmeier, begründen die geforderte Tarifeinheit immer mit der Zersplitterung der Tariflandschaft. Auch ich warne immer davor, daran hat aber das BAG-Urteil den geringsten Anteil. Viel wichtiger sind andere Faktoren, die Tarifflucht vieler Arbeitgeber, Leiharbeit, Sachgrundlose, Befristung, Werk- und Honorarverträge. Wenn sich die Bundesregierung wirklich um die Zersplitterung der Tariflandschaft sorgt, dann sollte sie endlich dagegen etwas machen. Dann sollten sie einen gesetzlichen Mindestlohn einführen, die Leiharbeit regulieren und die Befristungsmöglichkeiten eingrenzen. All dies wären effektive Maßnahmen, um die Verhandlungskraft der großen Gewerkschaften zu stärken und Spartengewerkschaften zu vermeiden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Müller-Gemmecke.